hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos auf Deponia. Ich bin, ja, leicht überdreht, aber das macht ja nichts, ne? Ich gehe jetzt mal raus hier, denn wir haben ja diesen tollen Frankenfisch dabei. Und den Frankenfisch, den bringen wir jetzt dahin, wo er hin soll. Genau. So schaut's aus. Das heißt, ich muss mir jetzt hier erstmal wieder... Oh, das funktioniert wirklich. Ich habe mir nämlich von Cruel Demon das Let's Play angeschaut von... The Night of the... Wurschtler. The Night of the Rabbit. Ich kann das nicht aussprechen, das funktioniert nicht. Und da wurde ja gesagt, dass man die Möglichkeit hat, entweder mit der Leertaste diesen hier zu machen oder mit der mittleren Maustaste. Und das geht. Das geht auch in Deponia. Das ist super. Dann brauche ich für dieses Spiel jetzt nichts mehr außer die Maus. Das ist so toll. Ich bin begeistert, weil ich schon wieder falsch bin. Da wollte ich doch gar nicht hin. Rufus. Also wirklich. Schäm dich. Schäm dich. Ja. Okay. Also, wir gehen wieder in Docs Werkstatt. Wir haben das Fischi dabei. Und ich weiß jetzt, was ich mit dem Fischi machen muss. Da. Nein, ich bin nicht überdreht. Das täuscht. Ich weiß noch nicht mal so genau, wieso. Ja, doch so ein bisschen weiß ich's. Denn wenn ihr diese Folge seht, dann war bei mir gestern. Also heute ist gestern. Für euch ist das, was morgen ist, morgen. Und naja, auf alle Fälle, die Folge, wo ihr jetzt seht, habe ich gestern aufgenommen. So einfach könnte man es ausdrücken. Und ich bekomme ein neues Brumm-Brumm und da freue ich mich drauf, ne? Ja, so. Jetzt brutzeln wir den wieder. Rufus. Willst du nicht mit mir reden? Ja, ich weiß, ich habe dich abgebrochen. Willst du nicht mehr mit mir reden? Was soll denn das, Rufus? Was hast du angestellt? Eine Mutter vielleicht? Ich will eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Service-Einheit, programmiert auf komplexe Sicherheit aus. Ja, nee, ist klar. Bastjo. Rufus, was hast du angestellt? Ich hab nichts gemacht. Das war. Keine Ahnung. Ich hab das Spiel vorgestern beendet und heute wieder gestartet. Lebe! Ist ja immer noch zu leise. Rufus, was hast du angestellt? Das ist ja grausam. Machen wir mal so. Durch die neuronale Verknüpfung vom Computerzeitkreis gibst du etwas schon auf? Durch die neuronale Verknüpfung vom Computerzeitkreis. Passt schon. Tschüss. Okay. Neuer Versuch. Zebrafisch mit Ei. Lebe. Danke. Lebe. Geht doch. Was? Ach, Fischi ist schon? Ach, Fischi lebt schon. Ach so, Fischi lebt schon. Wieso lebt jetzt Fischi ohne diese riesen Zwischensequenz? Okay. Das hat funktioniert. Dann gehen wir noch eins weiter. Wieso war Rufus stumm? Ich habe gar nichts gemacht. Nee. Hm? Was zappelt da denn so? Ja, der Fisch. Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Danke, Rufus. Danke, Zuschauer. Nee. Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Machen wir, Rufus, machen wir. Das heißt, wir schauen mal, ob das mit der Schnellreise überhaupt funktioniert. Weil es wurde mir auch schon gesagt, dass nicht bekannt ist, ob das funktioniert mit Schnellreise. Dass es ja sein kann, dass der Fisch dann stirbt. Aber nee, stirbt nicht. Okay. Dann gehen wir darüber. Ach, das muss man eh nur einmal machen. Naja, wenn es nicht mehr ist. Okay, supi. Ich würde interessieren, wie lange es gedauert hätte, bis ich da drauf komme. Ohne die Tipps. Das würde mich jetzt interessieren. Hm? Was zappelt da denn na, so? Na, der Fisch. Oh, oh.
Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Wir wissen es, Rufus. Wir wissen es. So, Fisch. Fisch. Und? Rufus, was tust du? Na, Fisch. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Fisch. Bäh. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Okay. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Ja? Nur wie? Haben wir noch irgendwas, mit dem wir das Viech da rauslocken können? Komm zu Papa. Ach, der kann da eh einfach nehmen. Ah ja, dann. Okay, und jetzt haben wir diese vier Viecher. Ich vermute ja fast, dass wir den noch auftauen müssen, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Die müssen ja jetzt alle in ihre Nester. Das könnte durchaus interessant werden. Oh Gott. Ah ja, hier haben wir das erste Nest schon. Rufus! Was machst du? Ja, willst jetzt rüberspringen. So, hopp. Ja, nee, ist klar. Ja, dann mach. Ach, jetzt geht's? Jetzt kannst du... Ach komm, Rufus, du willst mich doch verarschen. Oh Gott, Rufus. Rufus, manchmal werde ich echt fast ein bisschen... Ja, du weißt schon was, ne? Mit dir. Ist ja grausam. Ich meine, es reicht ja schon, dass die Leute da draußen schon rote Flecken auf dem Hirn haben wegen Facepalm, weil ich irgendwie da irgendwo einen Scheiß baue. Jetzt müssen sie nicht auch noch wegen dir ihre Stirn demolieren. Boah, das Tier, hätte ich fast gesagt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den nicht erst auftauen müssen. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Nee, müssen wir nicht. Es gibt ein Nest zu bewachen. Das ist gut, wenn wir das nicht müssen. Ah. Schon irgendwie drollig. Also drollig finde ich das ja nicht. Drollig ist anders, oder? Flupp, und der Wurm ist weg. Ist ja nett. Zum Marktplatz. Moment. Rufus, zurück. Zurück, habe ich gesagt. Das war Flottigotti. Ich hab doch was vergessen. Ja. Du möchtest doch jetzt nicht sagen, dass das eine Folge ist ohne Rumrätsel. Ich meine, wir haben jetzt schon über sieben Minuten durchgehalten, ohne zu rätseln. Das ist ja schier unglaublich. Wasserschnabeltier, Name des Flugschnabeltier. Das gehört mit Sicherheit da rein. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Ja. Es gibt ein Nest zu bewachen. Ah. Wie war das nochmal? Weil die sind doch so stark oder so. Deswegen könnte man jetzt die Eier nicht mehr klauen. Oder irgendwie so war doch das, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Ich denke, manche Sachen muss man nicht verstehen. Dam, 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 dunkle Gasse, Vordox-Werkstatt. Ja, da war noch ein Nest. Und das andere Nest war da bei der Kaschemme. Genau. Super. Okay, dann Feuerschnabeltier. Das kommt da rein. Ob das auch so bitterböse guckt? Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Schauen ja alle so böse. Okay. Dann müssen wir jetzt noch hier runter. Und da haben wir dann das letzte Nest. Und dann... Ja, da muss ich mich noch um diesen Schlüssel kümmern, genau. Moment. Dahin müssen wir. Da muss ich mich noch um diesen Schlüssel kümmern. Lass mich raten, da komme ich nicht rauf. Würde mich zumindest nicht wundern. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Ach, das krabbelt von selbst drauf. Oh, wie putzig. Schon irgendwie drollig. Definitiv. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Rufus, ganz ehrlich, ich glaube nicht nur Wasserschnabeltier. Okay, super. Dann gehen wir jetzt mal nach Bellevue und gucken mal, ob da jetzt sich schon was getan hat, bevor wir uns um die Sache mit der Toilette kümmern. Ja, Katze, es ist schön, dass wir hier eine Fliege in der Wohnung haben. Na, Katzen.
In die Altstadt. Oh wei. Oh Gott, jetzt kommt der Depperte wieder. Der mit seinem Teufel. Nee, kommt gar nicht. Doch, klingel. Sehr schön. Hallo. Ah, und alles in gestrichen. Seht einen ihr? Auf den Blick, bitte. Da links auf was der Tafel. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Oh Gott, jetzt kommt's wieder. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Autonominen Assurdena Confuginos. Ja, die ist klar. Lyomon Verdammung. Vorbestellung. Oh, na, dann sag ich mir das so. Dann sagt es mal so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Oh Gott. Hallo. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Hä? Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Und wer ist Stammkunde? Wieso sind wir keine Stammkunden? Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Aussicht, die Altstadt. Fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Ich glaube, er hat uns durchschaut. Ihm sind die fehlenden Kinder aufgefallen. Orum Deus Satina. Murmel, Schnurmel, schnappel die Baus. Also manchmal machst du mir richtig Angst, oh ja, das findest du nicht. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Nee, für erstmal gar nichts. Für mich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Okay. Gut, ich werde jetzt hier mal ganz... Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Oren Astidur. Ja, ich glaube auch, dass er wiederkommt. Ein guter Service. Okay. Ist jetzt Schluss? Okay. Ich werde nämlich jetzt hier mal ganz kurz auf Pause drücken. Ja. Genau. Und bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. Und jetzt gehen wir erstmal weiterspielen, weil das ist so laut. Die Unterbrechung. Die Unterbrechung. Also es gibt so manchmal diese Situation, da möchte ich meinen Partner einfach so einmal Gurken umdrehen. Nee, natürlich nicht. Mein Freund kommt normalerweise erst ziemlich spät heim, wenn er Spätschicht hat. Aber heute kam er früher heim. Die Sache war die, ich habe ein Geräusch gehört. Und das war eben auch, weswegen ich die letzten paar Sekunden relativ schweigsam war. Ich habe ein Geräusch gehört und dachte, oh Gott, ist irgendjemand in der Wohnung? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warten, bis der hier ausgeplappert hat, damit ich mal kurz unterbrechen kann. Und ich nehme normalerweise im Büro auf, weil ich habe noch kein eigenes, weil da stehen noch ein paar Dinge vor Umzug. Und normalerweise nehme ich in seinem Büro auf. Nur was mich da stört, ist, dass das Mikrofon von rechts kommt. Und ich mag es lieber von links. Also habe ich mich jetzt in das Wohnzimmer gesetzt und habe im Wohnzimmer aufgenommen. Wir haben im Wohnzimmer aber keine Türe. Da ist nur so ein Durchgang. Das heißt, mein Partner kam heim, machte irgendwelche lustigen Geräusche. Ich glaube, er hat einen Cube gespielt oder so. Und ich war total verwirrt. Oh Gott, was sind das jetzt für Geräusche? Oh mein Gott, oh Scheiße, was ist los hier? Ja, nett, schön. Aber ich bin wenigstens beruhigt, dass es sich so gut erklärt hat, dass ich jetzt wenigstens weiß, wo diese Geräusche herkommen. Ja, ich habe jetzt nicht mehr aufgepasst. Wer ist eigentlich Ehrengäste? Ich glaube, wir müssen jetzt mit seinem Vater sprechen. Weil ich glaube nämlich, dass sein Vater Ehrengast ist und dass uns der vielleicht ein Abendessen hier verschaffen könnte. Also mit Siegall sprechen, oh Gott. Ich hatte richtiges Herzklopfen. Vor allem in dem Moment, als ich dann pausiert habe. Und er hat mir ja die ganze Zeit zugehört. Fast die komplette Folge hat er mir zugehört. Stand er halt plötzlich da im Zimmer, als ich die Pause gemacht habe. Und hat mich dann nochmal schön erschreckt. Das ist super. So weit kann Liebe gehen. Könnt ihr jetzt alle, wenn ihr mögt, natürlich nur, wenn ihr wollt, ihm alle auf seinen Kanal schreiben. Danke, MG Musswit, dass du Julia erschreckt hast. Mach das mal, ich wäre voll cool. Er ist natürlich auch auf meinem Kanal verlinkt.
Hey, Dad. Ach, Gott. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Bist ja auch ein alter Mann, ne? Ich habe es geschafft. Die Speisekarte im Chez Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Du musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja. Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Louisianerin, richtig? Ja. Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich, für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Na, du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also, bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. So, ach, nö. Das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Ja. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. So, à la Rufuse. Okay. Naja, gut, du könntest dir ja von mir helfen lassen, denn ich schreibe so ein DIN A4-Seite Gedicht in einen Rutsch durch, ohne lange überlegen zu müssen. Ich kann das ziemlich gut. Ob sie dann einem gefallen ist, natürlich das nächste Geschmackssache. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Okay, versuchen wir es mal. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Schlimmpunzel. Nee, deine Haare sind wie Blumen nur ohne Stängel. Oh Gott. Ein Müllsammler aus Puerto Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Schlimmpunzel. Ringelrangelrunzel. Lass das mal lieber Papa machen. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass das mal lieber Papa machen. Lass mich raten, wir müssen uns jetzt mit dem Dichter anfreunden. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Aha. Lass das mal lieber Papa machen. Du weißt aber schon, Rufus, dass sich Tanzen und Ganzen eigentlich nicht wirklich reimt, oder? Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Ups. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Okay, ja gut. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Ja, kann ja nicht jeder so sein wie du, oder? Der gleich zurück ist und dann kommt er gar nicht mehr. Arschloch. Entschuldigung. Ja, wir reden jetzt mit dem Dichter. Der Dichter lernt uns jetzt das Dichten. Mit Sicherheit. Oder ist es schon wieder so wahrscheinlich, dass es dann doch nicht so ist? Würde mich jetzt nicht wundern. Komm schon, Krani. Klopf, klopf. Du schon wieder? Ja. Du kennst dich doch mit Poesie aus. Perfekt. Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Doch. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein. Aber es ist für eine Frau und Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Es ist nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik, was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Was ist ein Metrik? Ach Gott, das Gleiche nochmal. Schlimmpunzel, Ringelrangelrunzel. Ist doch gut.
Es ist originell, es ist mutig und es hat diese gewisse künstlerische Intransparenz. Bravo, ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Du willst mir nicht helfen, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Ja, Rufus, ich glaube, so ist es auch. Na gut. Naja, wir können die anderen Sachen ja auch noch mit ihm abklappern. Naja, ich werde auf alle Fälle die nächste Folge jetzt gleich in Anschluss aufnehmen. Das heißt, wenn ihr Tipps habt, nicht böse sein, wenn ich es in der nächsten Folge noch nicht beachten werde, weil ich die dann in der nächsten Folge natürlich noch nicht gelesen habe. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!